Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr dieses Bohnenmuster häkeln könnt. Das Muster geht total einfach zu häkeln, ist für Anfänger sicher super geeignet und ich kann mir ganz toll eine bunte Decke oder auch einen bunten Schal damit vorstellen. Also eure Fantasie könnt ihr da freien Lauf lassen. Ihr braucht für das Muster eine Maschenanzahl, die teilbar durch 2 ist, also eine gerade Maschenanzahl. Das könnten 6, 8 oder 10 Maschen sein und ich beginne mit meiner Luftmaschenkette hier und schlage meine Maschen an. Ich werde euch das Ganze mit 10 Maschen zeigen, schlage hier aber etwas mehr an, damit ihr dann am Ende eine Vorstellung habt, wie reizend das Muster überhaupt ist. Also diese Luftmaschenkette sollte so lang sein, wie ihr die Breite von eurem Schal oder eurer Decke später haben möchtet. Ja, diese Luftmaschenkette sollte genauso breit sein, wie ihr euer Häkelstück dann haben möchtet. Und dann macht ihr noch 2 zusätzliche Luftmaschen, also 1 und 2. Das sind die 2 Luftmaschen, um in die Höhe zu kommen. Die werden nämlich von der Breite weggerechnet. Und nun steche ich ein. Also ich lasse die erste Masche aus und die zweite, das sind meine Wendeluftmaschen. Die brauche ich, um in die Höhe zu kommen. Und die liegen in der dritten Masche, wenn man das genau nimmt. So, und in die vierte Masche steche ich ein. Und da mache ich mein erstes seltsames Büschel hin. Die gehen nämlich anders wie normale Büschelmaschen. Normalerweise beginnt man bei Büschelmaschen mit einem Umschlag. Das machen wir nicht. Wir lassen also die 3 Maschen aus, stechen in die vierte ein. Ich steche in das obere Glied. Und dann hole ich mir den Faden, ziehe ihn etwas hoch. Und jetzt beginne ich mit dem Büschel erst. Also, ich mache einen Umschlag. Jetzt habe ich 3 Schlaufen, steche ein, hole mir den Faden. Ziehe ihn auch wieder hoch, habe 4 Schlaufen, mache noch einen Umschlag, habe 5 Schlaufen, steche wieder in das gleiche Loch, das sich schon etwas groß zieht, ein, hole mir den Faden und ziehe ihn auch wieder etwas höher und habe nun 6 Schlaufen auf der Nadel. Und ich mache das ein letztes Mal, ich mache einen Umschlag, steche wieder ein, ziehe das auch wieder etwas hoch. Und dann masche ich alle gemeinsam ab. Es sind nun 8 Schlaufen und da ziehe ich meinen Faden dann durch. Also durch alle 8 Schlaufen ziehe ich das Ganze durch. Jetzt ist es abgemascht. Wir brauchen nun eine Luftmasche. Und wir können weitermachen. Nun werden wir das Ganze wiederholen. Wir lassen immer eine aus und machen in die nächste Masche so einen Büschel hinein. Also, eine auslassen, in die nächste einstechen und erst einmal den Faden holen und hochziehen. Also immer auf die Höhe, ungefähr zum nächsten Büschel. Also, ihr seht das, sehr gut. Dann mache ich einen Umschlag, steche einmal ein. Mache ein zweites Mal den Umschlag, steche wieder ein und das Ganze mache ich ein drittes Mal, Umschlag, steche ein und hole mir ein drittes Mal den Faden. So, und jetzt habe ich 8 Schlaufen, 2, 4, 6, 8 und die masche ich alle gemeinsam ab. Also einmal gemeinsam abmaschen und jetzt mache ich eine Luftmasche. Eine Luftmasche. Und so geht es weiter. Also wieder unten eine auslassen und hier hinein einen Büschel. Also erst einstechen, einen Faden holen, hochziehen und dann beginne ich erst mit meinen Büschelmaschen. Also Umschlag einmal, dann ein zweites Mal Umschlag, Faden holen und ein drittes Mal Umschlag und Faden holen. Und das Ganze masche ich gemeinsam ab. Also, wenn ihr den Faden so versucht abzumaschen, werdet ihr
bei den ganzen Schlaufen hängen bleiben. Also wir drehen die Häkelnadel hinunter, dann kommen wir am besten durch. Also hinunterdrehen und so kommen wir ohne Hindernisse durch. Und eine Luftmasche. Und das geht weiter, wieder eine auslassen in die nächste, den nächsten Büschel. Also wieder einstechen, erst einmal den Faden holen und den ein wenig hochziehen auf die Höhe von einem halben Stäbchen ungefähr. Und dann Umschlag, einstechen, Faden hochziehen, das erste Mal. Wieder Umschlag, einstechen, Faden hochziehen, das zweite Mal. Und wir machen das ein drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden hochziehen und durch. Und eine Luftmasche. Und wir haben noch zwei Maschen übrig. Wir machen das Ganze bis zum Schluss. Wir lassen wieder eine aus und da hinein machen wir so einen Büschel. Ganz normal wie bei den anderen Male. Also einfach nur einstechen, Faden holen, etwas hochziehen und dann einmal Umschlag, einstechen, etwas hochziehen. Ein zweites Mal Umschlag, einstechen und hochziehen und ein drittes Mal Umschlag, einstechen und hochziehen. Ein letztes Mal in dieser Reihe werden wir das abmaschen, also einmal durch. Wir machen die eine Luftmasche wieder. Und dann ziehen wir den Faden durch. Also jetzt noch eine Luftmasche und durchziehen. So. Wir machen mit der neuen Farbe weiter. Stechen hier ein. Also hier, ihr seht, wenn ihr das hochzieht, hier am Ende holen wir uns die neue durch. Ich ziehe ihn einmal durch und knote ihn hier an. Ich knote ihn hier an. Ihr seht das, einfach einen Knoten gemacht und dann hole ich mir die Schlaufe durch, also so durch und mache Luftmaschen. So, jetzt habe ich es richtig und mache zwei Luftmaschen, eins, zwei. Und ich mache auch wieder so eine Büschelmasche, nämlich wenn ich das groß ziehe, also wenn ich die erste und zweite Büschel auseinanderziehe, steche ich hier hinein, also hier am Ende des ersten Büschels in diese Masche, ja. Wenn ich das groß ziehe, ergibt sich das Fenster, wo ich einstechen soll. Und da mache ich den nächsten Büschel von der zweiten Reihe hin. Ich mache nämlich die gleichen Büschel weiter. Also wieder erst einstechen, Faden holen, etwas hochziehen auf die Höhe und dann einmal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, zweimal Umschlag, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Faden holen. Erst Umschlag, dann hochziehen und abmaschen, durch alle ziehen und eine Luftmasche. Und so geht es weiter. Wir hüpfen in die nächste. Wir stechen wieder dort ein. Also wenn ihr das auseinanderzieht, zieht ihr das ganz gut. Das ist die Masche. Also das ist das Dreieck, das sich ergibt neben dem Büschel. Also neben dem Büschel das Dreieck, das sich ergibt. Da stechen wir ein und holen uns erst einmal den Faden. Also einstechen, Faden holen, hochziehen, dann einmal Umschlag, einstechen, Faden hochziehen, zweimal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Umschlag, Faden holen, hochziehen. Dann haben wir 8 Schlaufen, 2, 4, 6, 8 und können das Ganze abmaschen. Eine Luftmasche und das Ganze geht so weiter. Also wieder in die Masche. Nach dem Büschel einstechen, also da ist der Büschel und da ergibt sich gleich das Dreieck. Da stechen wir ein, holen uns einmal den Faden, ziehen ihn hoch, dann einmal Umschlag, Faden hochziehen, zweimal Umschlag, Faden holen, hochziehen, dreimal Umschlag, Faden holen, hochziehen und abmaschen. Und dadurch, dass wir eben davor vor dem Büschel einstechen und uns den Faden holen, ergibt es sich, dass sich die Büschel neigen, also zur Seite neigen.
Und das ergibt eben dieses hübsche Muster. Also ich mache wieder eine Luftmasche und mache weiter. Also ich steche wieder ein, hole mir den Faden, ziehe ihn hoch, dann erste Mal, zweite Mal und dritte Mal abmaschen und eine Luftmasche. Hier zum Schluss stechen wir hier ein. Also da ergibt sich ja nichts mehr. Also hier, ihr seht, da ist eine Masche und in diese Masche, also in diese Masche, stechen wir ein. Ja, das ist quasi das gleiche Eck, wie es hier ist. Wir haben hier immer eine Masche ausgelassen und dann in nichts eingestochen. Hier lassen wir die aus und stechen in die ein. Also, da wäre über dem Büschel eine Masche, die lassen wir aus und die nächste nehmen wir, stechen ein, holen uns den Faden, ziehen ihn hoch, dann Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen, zweites Mal Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Umschlag einstechen, Faden holen und hochziehen. Das Ganze abmaschen und eine Luftmasche machen. Ich schneide es wieder ab und zeige euch nur den Anfang und das Ende von der nächsten Reihe. Und ich steche wieder hier ein, ganz am äußersten Punkt. Diesmal halte ich ihn nur hinten ran, also diesmal halte ich ihn nur ran, steche ein, hier, und ziehe ihn durch und mache zwei Luftmaschen. Eins, lege ihn vor, damit ich den gleich ein wenig mit vernähe. Zwei, also wir brauchen am Anfang der Reihe immer zwei Luftmaschen, um in die Höhe zu kommen. Und den lege ich wieder hinten hin. Also hier sticht man hin, holt sich den Faden, zieht ihn hoch, dann wieder Umschlag, einstechen, von holen, hochziehen, das erste Mal, Umschlag, einstechen, von holen, hochziehen, das zweite Mal und ein drittes Mal Umschlag, einstechen, von holen und hochziehen. Das Ganze abmaschen und eine Luftmasche. Zum Schluss stechen wir wieder in die Masche. Hier hinten ein, also da oben ist eine Masche, die ist eher kleiner. Also die Masche lassen wir aus und in die stechen wir dann zum Schluss ein. Also in die einstechen, einmal den Faden holen, hochziehen, Umschlag einstechen, hochziehen, Umschlag einstechen, hochziehen und ein drittes Mal Umschlag einstechen, hochziehen, abmaschen und eine Luftmasche machen. Und mit ein paar Farben sieht das gleich noch hübscher aus. Ich finde es extrem reizend. Ich hoffe, euch gefällt das Muster genauso gut wie mir und wir sehen uns am Montag oder Freitag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen, häkelfreudigen Tag.